In einem Punkt eines Kreises gibt es genau eine Tangente. Von einem Punkt des Kreisäußeren gibt es zwei Tangenten an dem Kreis. Die Tangenten lassen sich angeben, sobald ihre Berührpunkte bekannt sind. Diese ergeben sich als Schnittpunkte der Berührsekante mit dem Kreis. Die Berührsekante Y ist schon mit der Lage des Punktes Y bestimmt. Groß Y heißt die Polare zum Pol Y bezüglich des Kreises. Eine implizite Form der polaren Gleichung lässt sich aufstellen, ohne dass man die polaren Schnittpunkte mit dem Kreis kennt. Der Ortsvektor zur Polaren hat nämlich eine konstante Projektion auf den Ortsvektor des Pols. Das Skalarprodukt der polaren Vektoren mit dem Polvektor ist wie bei der Tangente konstant. Es hat den Wert R1y gleich R2y gleich R Quadrat. Die implizite Tangentengleichung ist demnach ein Sonderfall der impliziten polaren Gleichung. Das bedeutet, die Tangente ist ein Sonderfall der polaren. Liegt der Pol auf dem Kreis, so ist die Polare Tangente. Wir erhalten die Polare aus dem Lotvektor y oben k senkrecht zur Polare und aus seinem Quervektor y oben k quer. Y und y oben k haben die gleiche Richtung. Der Skalarfaktor wird bestimmt. Y oben k liegt auf der Polaren. Daher ist y oben ky gleich r Quadrat. Damit ist y oben k bekannt.
Wenn die Tangenten an den Kreis K durch den Punkt Y gesucht sind, bestimmt man die Gleichung der polaren Y aus dem Kreisradius und dem Ortsvektor des Pols. Aus den Gleichungen von Polare und Kreis erhält man die gemeinsamen Punkte R1 und R2 und kann mit ihnen die Gleichungen der Tangenten aufstellen.